Guten Abend. Wenn etwas in Reichweite ist, dann ist es zwar nah, aber richtig zu fassen ist es eben nicht. Und auch wenn es angeblich Glück bringen soll, eine Münze über die rechte Schulter in den Trevi-Brunnen in Rom zu werfen, Glück allein wird wohl nicht ausreichen, um das Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf plus 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür wären beim G20-Gipfel in Italiens Hauptstadt auch greifbarere Ergebnisse und Entscheidungen von den Staats- und Regierungschefs nötig gewesen. Schließlich sind die größten Industrie- und Schwellenländer für rund 80% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Aber dieses 1,5-Grad-Ziel, das bleibt laut Abschlusserklärung eben nur in Reichweite. Über den Abschluss des G20-Gipfels aus Rom, Matthias Deiß. Am berühmten Trevi-Brunnen kommen sie am Vormittag zusammen. Da ist schon klar, dass viele konkrete Beschlüsse in Sachen gemeinsame Klimapolitik ins Wasser gefallen sind. Etwa ein konkretes Datum für die CO2-Neutralität. Wenn gewissermaßen die Mitte dieses Jahrhunderts gemeinsam in den Blick genommen wird, dann ist das schon mal ein Fortschritt. Auch zur Finanzierung neuer Kohlekraftwerke in den G20-Staaten heißt es nur schwammig. Sie sollen irgendwann auslaufen, immerhin. Aber im Ausland wollen die G20 ab kommenden Jahr keine neuen Kohlemeiler mehr finanzieren. China hat hier einen bedeutenden Schritt gemacht, dem sich jetzt auch alle anderen angeschlossen haben. Zusammengefasst, China bewegt sich, darf seinen rasant steigenden Energiebedarf aber auch künftig mit neuen Kohlemeilern stillen. Und auch Russland wehrte sich in Rom gegen zu ehrgeizige Klimaziele aus Europa. Nein, wenn die EU Ambitionen hat, haben andere Länder genauso das Recht, eigene Ambitionen zu haben. Einen Erfolg erzielen die G20 in Rom auf anderem Gebiet. Für globale Internetkonzerne wie Facebook oder Google wird es künftig schwerer, sich in Niedrigsteuerländern anzusiedeln. Die G20 unterstützen hierfür eine weltweite Mindeststeuer. Doch nicht nur internationale Organisationen, auch Boris Johnson zeigt sich als Gastgeber des nun beginnenden Glasgower Klimagipfels insgesamt von G20 enttäuscht. Das 1,5-Grad-Ziel ist in Gefahr, da müssen wir ehrlich sein. Zurzeit werden wir es nicht erreichen. Wir können dort keine Verstärkung der Ziele sehen, denn die 1,5 Grad waren bereits auch im Pariser Abkommen enthalten. Und für uns sind die Beschlüsse und auch die Formulierungen, die hier gewählt wurden, enttäuschend. Es hätte eine Steilvorlage sein können für die Klimakonferenz in Glasgow, aber leider haben die G20 diese Steilvorlage nicht genutzt. Zum Abschied Blumen für Angela Merkel, dann machen sich viele Staats- und Regierungschefs auf den Weg zum Klimagipfel nach Glasgow. Die Kanzlerin wird dort erst morgen eintreffen, zu ihrem vermutlich letzten internationalen Gipfel. Wer eine Münze in den Trevi-Brunnen wirft, kehrt ganz sicher wieder nach Rom zurück, sagt die Legende. Als Kanzlerin wird's aber wohl nichts mehr. Dass es aber vielleicht doch noch etwas werden könnte mit dem 1,5-Grad-Ziel, darum geht es für die Länder der Welt ab heute also in Glasgow. Ganz nach dem Motto, wir haben eben nur diesen einen Planeten. Und wir müssen zusehen, dass er auch bewohnbar bleibt. Mehr Ehrgeiz forderte daher auch die Klimachefin der Vereinten Nationen, Patricia Espinosa. Sonst blicke die Menschheit einer düsteren Zukunft auf diesem Planeten entgegen. Aus Glasgow, Sven Lohmann. Einen ungewöhnlichen Ort haben sie sich ausgesucht, mitten in Glasgow. Eine alte, ungenutzte Werft, die sie in ein 5 Hektar großes Feuchtgebiet umwandeln. Chris Eccles baut hier mit Helfern aus der Gemeinde essbare Pflanzen an. Der eigentliche Sinn aber ist, das Feuchtgebiet soll helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Die Idee war, einen natürlichen Kohlenstoffspeicher in eine große Stadt wie Glasgow zu bringen. Die Salzwasserpflanzen sind zudem sehr effektiv, um Kohlenstoff aufzunehmen. Die Speicherung von Kohlenstoff ist ein Puzzlestück von vielen, um Treibhausgasemissionen in Zukunft zu reduzieren. Und die Idee ist, Gebiete wie diese weltweit anzulegen. Das kann eine wichtige Rolle spielen beim Kampf gegen den Klimawandel. Feuchtgebiete speichern 30, 40 Mal mehr Kohlenstoff als zum Beispiel der Regenwald. Das Feuchtgebiet ist nur einen Steinwurf entfernt vom Tagungsort der Klimakonferenz. Und Delegierte sind herzlich eingeladen zu kommen. Denn es gibt zwar weltweite Bemühungen, eine Klimakrise zu verhindern, aber bei weitem nicht genug. Beim Gipfel in Glasgow soll es deshalb darum gehen, größere Anstrengungen zu unternehmen. Floods, Cyclones. Überflutungen, Stürme, Waldbrände, Rekordtemperaturen.
Unser gemeinsamer Planet wandelt sich zum Schlechteren. Wir können das nur gemeinsam lösen. Klimaverbände halten den Gipfel für einen der wichtigsten überhaupt. Denn noch steigt der CO2-Ausstoß, dabei müsste er drastisch sinken. Wir können die Erderhitzung noch bei 1,5 Grad begrenzen. Aber nur dann, wenn der Ausstoß klimaschädlicher Gase jetzt deutlich sinkt. Und das kann nur gelingen, wenn wir jetzt den Ausstieg aus Kohle, aus Öl und Gas entschlossen vorantreiben. Und wenn mehr CO2 gespeichert wird. Viele Feuchtgebiete wurden in der Vergangenheit zerstört. Jetzt entsteht eins, nicht ganz zufällig, in Glasgow. Und in Glasgow ist Juli Kurz. Der G20-Gipfel, Juli, in Rom an diesem Wochenende, der hat die Erwartungen von Klimaschützern deutlich unterschritten. Was bedeutet das für die Klimakonferenz in Glasgow? Ja, natürlich hätte man sich hier mehr Rückenwind erhofft, zumal man ja hier eine Aufholjagd starten will, um irgendwie doch noch auf diesen 1,5 Grad Pfad zu kommen. Aber die Vorzeichen dafür sind ja wirklich schlecht. Es fehlt an konkreten Maßnahmen. Einige Länder haben noch keine verschärften Klimaschutzziele eingereicht. Das will man jetzt versuchen, auf dieser Konferenz da Druck auszuüben auf diese Länder, dass sie das nachreichen. Aber ob das gelingt, steht in den Sternen. China ist ja der größte Emittent weltweit. Der chinesische Staatschef wird nicht persönlich hier sein. Da wird es also schwierig sein, Druck aufzubauen. Also da gibt es einiges an Herausforderungen. Im Zentrum steht ja das Regelwerk von Paris zu vollenden. Und auch da gibt es einige strittige Punkte. Und welche Rolle wird Deutschland dabei in Glasgow spielen? Ich glaube schon, dass Angela Merkel da noch mal versuchen wird, morgen Impulse zu setzen. Das dürfte ja auch ein persönliches Anliegen sein. Gleichzeitig ist sie eben nur einen Tag da und sie ist auf ihrer Abschiedstour. Deutschland ist jetzt in einer Übergangsphase. Das sieht man auch daran, dass die Umweltministerin, die eigentlich hier am Anfang auch dabei sein wollte, jetzt erst am Ende kommt, weil für sie jetzt erstmal die Koalitionsgespräche Priorität haben. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass Deutschland nicht als Einzelstaat hier verhandelt, sondern als Teil der EU. Juli, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Glasgow. Ja, dieser Klimagipfel und worauf es jetzt ankommt, dazu hat Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Die Erwartungen an Glasgow sind hoch, vielleicht schon zu hoch. Denn eins ist klar, auch diese Konferenz wird das Weltklima nicht retten. Zumindest nicht auf einen Schlag. In Paris haben sich die Staaten gefeiert. Zu Recht haben sie es doch in einem historischen Kraftakt geschafft, sich auf eine Begrenzung des Temperaturanstiegs zu verpflichten. Doch seitdem ist wenig passiert. Im Gegenteil, obwohl die Wirtschaft durch die Pandemie gedrosselt wurde, sind die CO2-Emissionen weiter gestiegen. Kein Wunder also, dass Klimaschützer ungeduldig werden. In Glasgow muss es nun endlich konkret werden. Die Staaten müssen ihre Aktionspläne vorlegen. Und doch agieren sie wieder wie beim Klimamikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Wenn sich nichts tut, steuert die Welt auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu und damit gefährlich nah an die Grenze, an der das Ökosystem Erde kippen wird. Immerhin, heute haben sich die G20-Staaten in Rom zum 1,5-Grad-Ziel bekannt. Und noch eins lässt aufhorchen. Noch in diesem Jahr wollen sie aus der Kohlefinanzierung aussteigen. Wenn sie es wirklich ernst meinen, haben sie jetzt 2 Wochen Zeit, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Die Meinung von Gabi Kostorz.